Ungarn hat die Einreisebedingungen für russische Bürger gelockert. Sie müssen sich nun keinen Sicherheitskontrollen mehr unterziehen, um in das Land einzureisen. Anfang Juli führte Budapest ein beschleunigtes Visasystem für 8 Länder ein, darunter auch Russland und Weißrussland. Das ermöglicht es ihnen, sich auch frei in andere EU-Länder zu begeben. Die Europäische Volkspartei hat ihre Besorgnis über die gelockerten Beschränkungen geäußert. Diese könnten eine Gefahr für die Sicherheit der europäischen Bürger darstellen und Schlupflöcher für Spionageaktivitäten schaffen, hieß es. Die Europäische Kommission will sich nun mit den ungarischen Behörden in Verbindung setzen. For our position throughout our policies, Russia is a security threat to the EU, and hence all instruments at union level, at member state level, need to ensure the safety of the union and also to take into account the security of the Schengen. Bereits Anfang dieses Monats wurde der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán von den EU-Staats- und Regierungschefs kritisiert. Kurz nach seinem Besuch in Kiew, wo er Friedensgespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky führte, traf er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Orbán gilt als Putins engster Verbündeter in der EU. Er hat die Bemühungen der EU um eine Ausweitung der Hilfe für die Ukraine regelmäßig blockiert, verzögert oder abgeschwächt.